Hallo! Hallo! Ja, heute machen wir unseren leckeren Deluxe-Burger von Garden Gourmet. Genau, der ist vegetarisch, hat auch hier keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe, ist eine richtig gute Proteinquelle auf Basis von Soja- und Weizeneiweiß und in dem Burger wurde Raps- und Sonnenblumenöl verwendet. Und somit kommt der entweder in den Konvektomaten oder aber in die Pfanne zum Erwärmen. Lass uns loslegen! Ja, und wir machen heute einen Triple Cheeseburger damit. In einem Black Bun, sieht wirklich sensationell aus, wirklich so ein Eye-Catcher. Aber man kann den Deluxe-Burger natürlich nicht nur als Burger-Patty verwenden, sondern auch im Snacking-Bereich. Und da braucht der Burger noch nicht mal erwärmt zu werden, das ist das Coole daran. Also ich kann ihn wie so ein vegetarisches Frikadellenbrötchen praktisch verarbeiten.